Ich heiße euch willkommen zum Kurs über den Katechismus der katholischen Kirche. Ich wünsche euch ebenso ein sehr starkes und machtvolles Pfingsten. Die Pfingsttage sind ja noch nicht vorbei. Und es fügt sich ja genau, was ist die beste Gabe, die wir brauchen, nach Pfingsten? Die erste Gabe ist der Erhalt des Glaubens. Die Kirche hat begonnen am Pfingsttag. Das ist also ein sehr schöner Tag, dass wir diese Inspiration erhalten haben, über den Katechismus zu lernen zu können. Und ich freue mich, dass so viele Leute jetzt hier daran teilnehmen. Das wird auch live aufgenommen. Aber dieser Inhalt kann dann noch später abgerufen werden. Lasst uns noch mal zum Heiligen Geist beten, ihn bitten, dass er in uns noch einmal in uns dieses Feuer entfacht, denn diese Geheimnisse können wir nicht verstehen, bevor uns der Heilige Geist unser Herz öffnet und unseren Verstand und uns diese Dinge offenbart. O Heiliger Geist, wir danken dir, Heiliger Geist, für diese Möglichkeit, etwas über den Glauben, unseren Glauben zu verstehen und zu lernen. Danke, Jesus. Und nun beten wir, wie auch in deinem vorigen Kurs das schon gemacht haben, dass wir ein Schlüsselwort bekommen, ein Passwort. Das ist in diesen Tagen ja sehr geläufig. Auch bei den Pfingstpredigen, viele Prediger haben dieses Wort schon erwähnt. Das ist Johannes Kapitel 14, Vers 26. Dort steht: Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren. Da seht es ihr. Der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren. Alles lehren. Und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also, meine lieben Freunde, das ist unser Schlüssel. Und das ist auch unser Vertrauen. Selbst wenn wir es nicht verstehen, der Heilige Geist wird uns helfen, es zu verstehen. Der Heilige Geist wird uns eine Möglichkeit zu geben, es zu verstehen. Ich danke euch allen. Im Speziellen grüße ich auch den Herrn Richter Kurien, der sehr eifrig an den Kursen teilnimmt. Einigen Tagen zuvor hat er mir geschrieben in einer Voicemail, dass die Schönheit der Catena Aurea, das ist als ein anderer Kurs, da hat er ein Wort erwähnt, den wir auch später in diesem Kurs nochmal betrachten werden, Gott zu lieben, ihn zu kennen oder kennend ihn zu lieben. Wir müssen Gott mehr und mehr kennen, dann wird unsere Liebe zu Gott mehr und mehr gesteigert. Wird sehr schön sein. Das ist tatsächlich das, was wir jetzt hier auch unternehmen, ihn zu kennen. Dieses Wort ist ein herausragendes Wort. Danke nochmal für dieses Kompliment und das ist auch das, was wir jetzt in diesen Tagen durchführen und auch weiterführen werden. Beginnen wir jetzt mit dem Kurs. Bevor ich jetzt beginnen werde, werde ich jetzt eine kleine Einführung geben. An diesem Platz, an diesem Ort Wien, hat der Herr mich vor 25 Jahren benutzt, ein einmonatiges Seminar durchzuführen. Ein örtliches Seminar über den Katechismus der katholischen Kirche. Und Kardinal Christoph Schönborn hat es genehmigt und es war ein Türöffner. Und danach waren alle Seminare, behandelten alle Seminare in Deutschland, Österreich, Schweiz und Frankreich über oder mit dem Katechismus. Und die Teilnehmer, die an diesen Seminaren teilgenommen haben, sind sehr gute Prediger geworden und sehr stark im Glauben geworden.
das gab uns daher eine sehr schöne Erkenntnis, wie man das zusammenfügen kann, also die Verbindung setzen kann beim Lernen, die Bibel und den Katechismus und auch im Sinne von Predigen. Und jetzt zu Kerala zurück. Ich wohne direkt gegenüber dem pastoralen Büro und ich sagte ihnen, dass dieses gar nicht übersetzt worden ist. Und ich habe gesagt, dies muss übersetzt werden und ich möchte es, und ich war so in der Eile, das zu benutzen. Und ich habe es privat schon mal vorübersetzt. Privat. Nur für unseren Exerzitiengebrauch. Und ich habe ihnen das ihnen gezeigt. Und dann haben sie das sehr ernst genommen. Und ich habe ihnen gesagt, wenn ihr nicht veröffentlicht, dann macht es mir nichts aus, es selbst zu veröffentlichen und es zu übersetzen. Da haben sie gesagt, na, machen Sie es jetzt nicht, weil wir werden es selbst machen. Und es war ein großer Antrieb. Und dann letztendlich wurde es ja auch veröffentlicht. Und es gab dann eine Feierlichkeit zu dieser, eine Inaugurationsfeier durch den Kardinal. Und dank sei Gott, dass sie sich an mich erinnert haben. Und sie haben mich eingeladen an diesen Feierlichkeiten. Und der Kardinal gab die erste Ausgabe des Katechismus in Kerala publiziert an mich, übergab sie mir. Und er sagte mir, du machst gute Dinge, denn Jesus sagte, lehre sie, was ich euch aufgetragen habe. Thomas Paul, mach weiter so. Und er gab mir die erste Kopie dann an mich. Und man kann diese Fotos sehen, auch in diesem Zentrum für pastorale Angelegenheiten. Und ich erkannte, es ist eine sehr wichtige Sache, dass wir dieses lernen. Nun komme ich zu dem Vorwort des Katechismus. Der heilige Johannes Paul II. Hat das Vorwort verfasst. Er ist der, der den Katechismus authentifiziert hat. Ich möchte einige Worte davon vorlesen, aus diesem Dokument, die bei der Veröffentlichung des Dokumentes zugefügt worden ist. Heißt Fidei Depositum, das heißt die Weitergabe, Übergabe des Glaubens oder Erhalt des Glaubens. Er schreibt hier in diesem Dokument, als ein offizielles Dokument bei der Veröffentlichung des Katechismus. Als Hauptaufgabe hatte der selige Papst Johannes der 23. dem Konzil aufgetragen, war, es geht um den Zweiten Vatikanischen Konzil. Was war die Hauptaufgabe des Zweiten Vatikanischen Konzils? Ein sehr wichtiger Punkt. War aufzutragen, das kostbare Gut der christlichen Lehre besser zu hüten und auszulegen, um es den Christgläubigen und allen Menschen guten Willens zugänglicher zu machen. Daher sollte das Konzil nicht an erster Stelle die Irrtümer der Zeit verurteilen, sondern sich in Gelassenheit vor allem um eine klare Darlegung der Kraft und der Schönheit der Glaubenslehre bemühen. Erleuchtet vom Licht dieses Konzils, sagte der Papst, wird die Kirche, wie wir vertrauen, an neuen geistigen Reichtümern wachsen, die Kraft neuer Energien gewinnen und furchtlos in die Zukunft schauen. Unsere Pflicht besteht darin, uns bereitwillig und ohne Furcht dieser Aufgabe zu widmen, die unsere Zeit erfordert, um so den Weg fortzusetzen, den die Kirche seit fast 20 Jahrhunderten geht. Das ist der große Plan dieses Konzils. Das war der wahre Plan des Konzils. Und immer, wenn wir Rom besuchen und wir über das viele und all diese älteren paar Geistlichen, die an diesem Zweiten Vatikanum teilgenommen haben, haben so viele Bücher geschrieben über ihre Erfahrungen während des Konzils. Es war das größte Ereignis, was geschah während der 2000-jährigen Geschichte der katholischen Kirche.
um das zusammenzufassen, über 3 Jahre haben mehr als 300 Bischöfe und geistliche Theologen haben sich mehr als 3 Jahre im Vatikan aufgehalten, von morgen bis nachts haben sie und nach intensivem Gebet und Diskussionen. Und dann kamen die Ergebnisse heraus und das war einzigartig in der Geschichte. Dieses Konzil, das Zweite Vatikanische Konzil, darüber können wir sagen, ist ein großer Meilenstein in der 2000-jährigen Kirchengeschichte. Das Hauptziel oder die Hauptaufgabe, werde ich es Ihnen nochmal vorlesen. Und nach 20 Jahren, oder zum 20. Jahrestag des Konzils, hat der heilige Johannes Paul II. Hatte eine außerordentliche Versammlung der Bischofssynode 1985 einberufen, um auszuwerten die Früchte des Zweiten Vatikanischen Konzils. Ich werde es jetzt nicht vorlesen, aber zusammenfassen. In der Bischofssynode wurde festgestellt oder hatte jeder den Wunsch gehabt, dass wir eine wichtige Sache brauchen, eine authentische Lehre über den Glauben, das dem normalen Kirchenvolk übergeben werden kann. Wie sollen wir nun dem Herrn nicht aus ganzem Herzen an diesem Tag danken, da wir der ganzen Kirche einen Bezugstext vorlegen können unter dem Titel Katechismus der katholischen Kirche für eine aus den lebendigen Quellen des Glaubens erneuerten Katechese. Das kam heraus aufgrund dieser Synode. Denn die hatten sich sehr stark gewünscht oder sich danach gesehnt, dass die gesamte Schönheit der Glaubenslehre aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil, brauchen wir einen Bezugstext über unseren Glauben. Das ist, wie wir das erhalten haben. Und dann stehen noch einige Dinge, wie das ausformuliert wurde. Dann müssen wir verstehen, wie der Inhalt des Buches angeordnet wird. Ein Katechismus muss getreu und organisch die Lehre darstellen. Die Lehre der Heiligen Schrift, erster Punkt. Der Liebe der lebendigen Überlieferung in der Kirche, ein wichtiger Punkt in der katholischen Tradition, was wir später nochmal durchgehen werden. Und des authentischen Lehramtes. Ebenso wie das geistliche Erbe der Väter, der Lehrer, der heiligen Männer und Frauen der Kirche. In den ersten Jahrhunderten der Kirche gab es viele Gelehrte und Kirchenlehrer. Sie werden auch Kirchenväter genannt. Um das christliche Geheimnis besser erkennen zu lassen und den Glauben des Volkes Gottes neu zu verlebendigen. Das ist also der Inhalt dieses Katechismus. Um dieser doppelten Notwendigkeit zu entsprechen, greift der Katechismus der katholischen Kirche einerseits die alte, überlieferte Ordnung auf, der schon der Katechismus des heiligen Pius V. folgte, und gliedert die Materie in 4 Teile auf. Es geht also um die Struktur des Katechismus. Es ist praktisch unterteilt in 4 Teile. Es ist sehr berühmt, aber ich werde es nur mal erwähnen. Schon seit Anfang war es so eingeteilt, das hat sich auch nicht verändert. Der erste Teil ist das Credo. Das ist die Verkündigung, die Übergabe des Glaubens, die Weitergabe des Glaubens. Dann das zweite ist die heilige Liturgie. Die heilige Liturgie mit den Sakramenten an erster Stelle. Das ist auch, wird auch anders ausgedrückt, die Feier des Glaubens. Das erste ist die Verkündigung des Glaubens, zweitens ist die Feier des Glaubens, drittens das christliche Handeln, das christliche Lebensweise. Wofür ist das alles? Das ist alles für ein christliches Leben. Und der vierte Teil, christliches Gebet. Was ist christliches Gebet?
diesem Teil geht es auch um das Vaterunser-Gebet. Es gibt mehr als 100 Artikel über das Vaterunser-Gebet. Im letzten Teil geht es um die Geltung als Lehrtext. Das ist eine Doktrin, ein Lehrtext, ein offizieller Lehrtext. Es soll nicht etwas Dummes betrachtet werden, es ist wirklich etwas sehr Authentisches. Warum? Der Katechismus der katholischen Kirche, den ich am 27. Juni 1992 approbiert habe und dessen Veröffentlichung ich Kraft meines apostolischen Amtes heute anordne, ist eine Darlegung des Glaubens der Kirche und der katholischen Lehre, wie sie von der Heiligen Schrift, der apostolischen Überlieferung und vom Lehramt der Kirche bezeugt oder erleuchtet wird. Also diese drei Dinge, die katholische Lehre, die durch die erleuchtet wird durch die Heilige Schrift, durch die apostolische Überlieferung und vom Lehramt der Kirche. Ich erkenne ihn als sichere Norm für die Lehre des Glaubens an. Und das, was oft dann auch zitiert wird von Katecheten oder Leiter von Glaubensschulen, Pfarrern, die sagen, das ist eine sichere Norm für die Lehre des Glaubens. Und somit als gültiges und legitimes Werkzeug im Dienst der kirchlichen Gemeinschaft. Möge er der Erneuerung dienen, zu der der Heilige Geist, die Kirche Gottes, den Leib Christi, unablässig ruft, die Pilgerin auf dem Weg zum unvergänglichen Licht des Reiches. Das ist jetzt alles über die Einführung von Johannes Paul II. Da steht noch mehr geschrieben, aber ich gebe nur das Wichtigste, gebe ich jetzt hier nur an. Nun kommen wir zu einem praktischen Aspekt, wenn man jetzt nun mit diesem Buch lernen möchte. Als ich dann also begann, dies zu lehren, hatte ich am Anfang ein sehr großes Problem, denn ich lehrte von Beginn an ab und ich sprach über den nach dem Prolog über den Glaubensbekenntnis und so weiter in die Reihenfolge von Anfang an, aber es wurde gar nicht verstanden. Es war nicht so einfach zu verstehen. Dann habe ich gebetet und gebetet, o Herr, zeig mir einen Weg, wie ich das praktisch umsetzen kann. Und dann hat der Heilige Geist mich zu einer sehr schönen Idee gebracht. Fang nicht mit dem Anfang an, sondern fang an mit dem letzten. Das war sehr aufregend. Das ist der vierte Teil. Der erste ist das Glaubensbekenntnis. Das zweite ist die Feier des Glaubens. Drittens ist das christliche Leben. Viertens ist das christliche Gebet. Dann hat der Heilige Geist mir diese Idee genannt. Wie hast du dein Leben begonnen als Kind? Was haben deine Eltern dir beigebracht zuerst? Das Gebet, das Kreuzzeichen, gegrüßt seist du Maria, Vater unser, das Gebet, beten. Und ebenso, auf gleicher Weise, beginne mit dem Gebet. Und dann war es klar. In dem großen Seminar, nachdem ich ein und zwei Tage ich diese Probleme hatte mit diesem ersten Teil, habe ich die Methode dann geändert und dann war es sehr erfolgreich. Und wir erkannten, dass all die Art und Weise, wie wir beten, selbst muss revitalisiert werden. Und in diesen Tagen, als wir dieses gelernt haben, verbesserte sich unser Gebetsleben. Und wir waren wie berauscht, auf diese Art und Weise zu beten. Über das Vaterunser-Gebet gibt es mehr als 100 Artikel hier. Und jedes Wort wird dabei erklärt. Und dann begannen wir zu beten. Und so war jetzt am Anfang jetzt besprochen wird, was ist ewiges Leben? Und den Vater kennen, Jesus kennen. Und all dieses war ja schon eine Erfahrung für uns. Und dann konnten wir darüber lernen von Anfang an. Das ist auch jetzt die Prozedur, die wir hier anwenden. Deshalb, am Anfang werde ich heute über das
über den Anfang reden und auch über das Vorwort. Danach werde ich mit dem vierten Teil beginnen. Das ist das christliche Gebet, der vierte Teil. Ich hoffe, ihr habt den Text oder das Buch. Auf Englisch könnt ihr es herunterladen oder auf Google suchen. Wenn ihr Schwierigkeiten dabei habt, könnt ihr mir schreiben. Ich werde euch den Link zusenden im Malayalam. Ich habe gesprochen mit dem Leiter des Zentrums für pastorale Angelegenheiten und er hat mir die Erlaubnis erteilt, dass ich Kopien weiter verteilen darf für diesen Lernkurs. Ich kann es also jetzt zusenden. So machen wir jetzt nun weiter. Es gibt ein bisschen Zeitdruck, aber eine halbe Stunde ist schon vorbei, aber es macht nichts. In der Zukunft brauchen wir keine weiteren Erklärungen. Jetzt gehen wir zum Prolog. Es ist ein sehr schöner Abschnitt. Es enthält drei Worte Gottes. Und dies ist ein weiterer Aspekt. Alles basiert auf der Heiligen Schrift. Das Rückgrat ist die Heilige Schrift. Es ist also nicht die Lehre von irgendjemand, sondern es ist die Heilige Schrift. Was sind die ersten Worte? Vater, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzigen wahren Gott, erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Das ist von Johannes, Kapitel 17, Vers 3. Zweite Wort ist, Gott, unser Retter, will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Das ist vom 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 3 bis 4. Ich erinnere mich daran, es ist sehr einfach, sich zu merken. 1, 2, 3, 4 ist enthalten. 1 Timotheus, Kapitel 2, Vers 3 bis 4. Gott, unser Retter, will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Und drittens, es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen, als der Name Jesus. Dies ist eine herausragende Predigt des Apostels Petrus, die er unter der Bedrohung, sein Leben zu verlieren, gehalten hat. Unter dem Risiko, sein Leben zu verlieren, unter der Bedrohung. Sie haben ihm gesagt, wir werden dich töten, wenn du noch ein Wort äußert über diesen Jesus. Und er sagte, ich kann es nicht verhindern. Wir können nicht still sein. Wir können nicht aufhören, darüber zu reden. Wir werden darüber reden. Wen sollen wir gehorchen? Euch oder Gott? Dieses Risiko, diese Spannung, diese schreckliche Situation geschah kurz nach Pfingsten. Und als sie das alles dann gesprochen hat, wurden sie alle ins Gefängnis gesteckt und sie wurden geschlagen. Denkt nicht, dass das einfach nur Geschichten sind, die wir jetzt hier behandeln. All dies sind die herausragenden Dinge, die für unseren Glauben geschehen sind. Und all dies ist vertieft durch die starke Bezeugung des Glaubens, dadurch, dass sie ihr Blut hingegeben haben. Das Blut der Märtyrer ist der Samen des Glaubens. Also wir machen weiter jetzt, dieses erste Wort zu verstehen, im Prolog, Johannes Kapitel 17, Vers. Gehen wir jetzt zu dieser Schriftstelle. Ich erinnere mich daran, wenn ich Seminare in der Pfarre gehalten habe, in der Pfarrei, habe ich die Leute eine Frage gestellt, um festzustellen, auf welcher Ebene sie sich befinden. So darauf kann ich ja dann aufbauen. Damals habe ich in einer Pfarrei, da waren sehr intelligente Personen, Ingenieure, Professoren, habe ich sie gefragt, meine lieben Freunde, es waren Ordensschwestern, Priester und Katecheten da und ich habe gefragt, kann ich eine Frage stellen? Und ich fragte sie, was ist ewiges Leben? Ich habe gewartet, einige Minuten, aber niemand konnte diese Frage beantworten. Und es war sehr erstaunlich für mich. Und der Priester
war ein wenig, hat sich ein wenig geschämt, ebenso auch die Ordensschwestern und Katecheten waren ein wenig irritiert. Aber was kann man jetzt machen? Das ist unsere Situation, denn ich beschuldige niemanden, ich will es nur verständlich machen. Was machen wir? Was machen wir bezüglich des Glaubens? Wir gehen zu Exerzitien. Es ist alles nur fallorientiert, beziehungsweise auch nach unseren Bedürfnissen orientiert. Wir möchten dies haben oder jenes haben oder vielleicht etwas anderes. Aber wir gehen nicht in die Tiefen unseres Glaubens. Wir dringen nicht in die Tiefen unseres Glaubens ein. Wir sind immer, befinden uns in der Peripherie. Ich saß einmal zum Frühstück mit einem Bischof und er sagte mir: Thomas Paul, du bist ein Prediger. Was ist deine Meinung? Wie kann man die Situation des Glaubens beschreiben? Ist es nicht an der Peripherie? Ich sagte: Ja, sicherlich, meine Eminenz. Warum ist es so? Und dann diskutierten wir. Ich sagte ihm: Das Problem ist, wir lehren so viele Dinge, aber wir lehren nicht der Inhalt des Glaubens. Inhalt des Glaubens wird so stark in Verbindung gesetzt mit dem Johannes Paul II. Es gab ein Schreiben Ecclesia Europa zur Synode. Es gab eine Zeit, wo jeder Kontinent eine Bischofssynode hatte. Nach der Europäischen Synode wurde das Dokument Ecclesia Europa geschrieben, hat er geschrieben. In dem erklärte er, die Kirche in Europa gibt es mehr als 90% der Menschen Christen, getaufte Christen. Aber nur sehr wenige kennen den Inhalt des Glaubens, den Gehalt des Glaubens. Also, meine lieben Freunde, wir mögen erfolgreich sein in unserem täglichen Leben, in unserer Karriere, in unserer Organisation, in unseren Fähigkeiten, aber das ist nicht genug. Aber unsere wahre Würde kommt aus der Antwort dieser ersten Frage: Was ist ewiges Leben? Und wenn wir das einmal dann verstehen oder freigesetzt haben, dann wird all dies wie als ob ein großes Puzzle gelöst sein wird. Wir werden alles andere auch verstehen. Und all dies werden wir dann verstehen in einer sehr tieferen Weise. Das ist, was ich jetzt sage, denn als ich das erste Mal den Katechismus der katholischen Kirche in die Hand nahm und als ich dann das Vorwort gelesen habe, das selbst hat mich dann stark erfasst. Denn ich habe eine große Faszination für dieses Wort, denn es ist aus dem goldenen Kapitel der Bibel. Aus dem goldenen Kapitel der Bibel. Das goldene Kapitel der Bibel ist Johannes Kapitel 17. In meiner Bibel, alles, was Jesus gesprochen ist in Rot geschrieben. Das wird auch die rote Version der amerikanischen Bibel genannt. Ich empfehle das jedem, die gerade auch aus Amerika und aus Kanada kommen. Also dieses Kapitel 17 ist nicht nur Jesus' Worte, sondern auch die Gebete von Jesus. Jesus' Gebete. Und wann, in welchem Zusammenhang? Das sind die letzten Worte von Jesus im Fleisch, im Leib. Sofort danach wurde er verhaftet und dann begann seine Passion. Hier im Katechismus, im Prolog, wurde dieses Wort ausgewählt durch die Väter, die diesen Katechismus da erstellt haben. Dies hat eine sehr große Bedeutung. Das ist die Zusammenfassung über unser Leben, welche sagen: Vater, Jesus betet, Vater, dich, den einzigen wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast, das ist ewiges Leben. Dies braucht jetzt noch weitere Erklärung.
Eine weitere Erklärung ist, wir müssen verstehen, immer wenn wir eine Schriftstelle lesen, ein Vers aus einem Kapitel, dann müssen wir das gesamte Kapitel in Betracht ziehen. Nicht nur ein Wort. Bitte versteht es. Denn dieser eine Satz fasst zusammen das gesamte Kapitel und den gesamten Inhalt dieses Kapitels. Hauptthema, über das Jesus gesprochen hat an verschiedenen Stellen, war dies. Vielleicht lesen wir noch Vers 21. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Also erkennen, kennen, ihn erkennen, Vater, und ihn, den du gesendet hast, Jesus Christus. Dieses Erkennen ist nicht nur ein intellektuelles Verstehen der Lehre. Ja, wir müssen es verstehen, aber zur gleichen Zeit, und es muss in unsere Seele eindringen, dass es nicht nur eine Lehre ist, sondern eine Wahrheit. Und wenn einmal diese Wahrheit in uns eingedrungen ist, dann müssen wir eine Erfahrung haben, eine bräutliche Erfahrung, wie eine Braut, wie die Braut und der Bräutigam erkennen. Das Erkennen ist nicht nur ein informatives, sondern ein synthetisierendes Erkennen, ein formendes Erkennen, eine verzaubernde Erfahrung zwischen Braut und Bräutigam. Das ist, was Jesus sagt, Vater, dass du in mir bist und ich in dir bin. Ist eine Vereinigung, eine Einheit, eine innere Vereinigung zwischen Gott und Mensch. Jesus als Menschensohn, als Mensch, er besitzt ebenso diese Einheit und in diesem Menschensohn thront dieser dreifaltige Gott. Deswegen sagt Jesus, so sollen auch sie haben. Was ist dies? Erkennt ihr es? Jesus sagt, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, so sollen auch sie in uns sein. Das ist das Erkennen, für die Jesus bittet. Deswegen beten wir in jeder heiligen Messe, haben wir dieses Gebet. Der Herr sei mit euch. Und wir beten ebenso die Gnade des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geistes sei mit euch. Das wird nicht oft klar verstanden. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes bedeutet, es ist nicht nur die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, es kommt aus der Dreifaltigkeit. Die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ist, auf andere Weise gesagt, dass Gott in mir ist und wir in Gott sind. Die Gnade Jesu Christi hat die gleiche Bedeutung. Was ist die Gnade? Ist die Teilhabe des göttlichen Lebens an dem menschlichen Leben. Und die Liebe Gottes steht im letzten Satz in Johannes Kapitel 17, Vers 25 steht, gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt. Und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und das letzte Wort ist, ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen. Und was dieses bekannt machen, dann erzählt er das Geheimnis, dass damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und damit ich in ihnen bin. Das ist eine sehr kurze Aussage, aber das ist der süßeste Teil des Kuchens. Der letzte Satz von Jesus Verkündigung in der gesamten Neuen Testament. Vor seinem Leiden. Die Liebe,
mit der du mich geliebt hast. Das ist sehr wichtig, nicht einfach zu verstehen. Ich habe es erst verstanden, nachdem ich die Enzyklika vom Papst Johannes Paul II. Gelesen habe, Dominum et Vivificantem, wo er gesagt hat, dass diese Liebe keine erschaffene Liebe ist. Es ist eine nicht erschaffene Liebe, es ist nämlich Gott selbst. Das bezieht sich auf den Johannesbrief Kapitel 4, Vers 16, wo steht, Gott ist Liebe. Wie kann sein, dass Gott Liebe ist, wenn Gott Liebe erschafft? Gottes Liebe, so sagt er, diese Liebe, mit der du mich geliebt hast, das ist keine erschaffene Liebe, eine geschaffene Liebe, ist eine unerschaffene Liebe. Denn Gott ist Liebe. Was ist diese Liebe? Das ist die Person des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist Gott, aber eine Person und Liebe und Gabe. Vier Dinge. Der Heilige Geist ist Gott, eine Person, die Person Liebe und eine Gabe. Diese Liebe, er sagt, die Liebe, mit der du mich geliebt hast. Also, wer ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist die Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn. Die Liebe, mit der du mich geliebt hast. Das ist die Person Liebe, Heiliger Geist. Das sollst du ihnen geben. Preis den Herrn. Und zweitens, und damit ich in ihnen bin. Das ist also der letzte Teil des Gebetes Jesu. Was wir im Prolog gehört haben, war der erste Teil. Der erste Satz: Vater, sie mögen dich erkennen, den einzigen wahren Gott und Jesus Christus, den du gesandt hast. Dieses Erkennen ist nicht nur ein intellektuelles Verstehen. Dieses Erkennen ist kein informatives Erkennen. Dieses Erkennen ist eine hochzeitliche Vereinigung zwischen Gott und dem Menschen, die Jesus selbst erfuhr in dieser Einheit in der Liebe des Vaters und des Heiligen Geistes. Und Jesus bittet, dieses soll in ihnen sein. In allen von uns. Und das haben wir schon erhalten. Das ist das, was der heilige Paulus sagt und was auch im eucharistischen Gebet erwähnt wird. Die Gnade des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geistes sei mit euch. Das ist wie eine Epiklese. Und diese Epiklese wird auch anders gedrückt. Vater, du bist die heilig, du bist die Quelle aller Heiligkeit. Alle Heiligkeit und Leben kommt von dir durch Jesus Christus, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Deshalb send deinen Geist auf diese Gaben und mach sie heilig. Das ist die Epiklese. Das gibt uns eine vollständige Vereinigung zwischen Gott und dem Menschen in eine Einheit, zu einer perfekten Harmonie, zu einer perfekten Vereinigung. Und diese Vereinigung erzeugt Heiligkeit und die Verherrlichung Gottes. Das ist also, was im ersten Satz geschrieben steht im Prolog, im Katechismus. Noch einmal. Vater, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzigen wahren Gott, erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Und dann im nächsten Satz steht, ihr habt das jetzt verstanden, noch einmal sage ich, wir müssen diesen einen Satz in Bezug nehmen zu dem gesamten Kapitel. Ich erinnere euch daran, dass ihr das Kapitel nochmal durchlest
mit den Sachen, Erkenntnis, was ich euch gesagt habe, den Inhalt des gesamten Kapitels. Ich habe wiederholt, oft hat er wiederholend gesagt, sie mögen eins sein, wie wir eins sind. Und das hat er an verschiedenen Weisen ausgedrückt. Uns zu ermächtigen und uns erkennen zu lassen, was ist der Nukleus unseres Glaubens ist, dass unser Glauben ist. Das sagte auch Jesus an verschiedenen Stellen des Neuen Testamentes, im Johanneskapitel, anderen Johanneskapitel. Ich bin das lebendige Brot, was vom Himmel herabkommt. Der mein Leib isst und mein Blut, werde ich in ihm leben und er in mir. Wer auch immer mein Leib isst und mein Blut trinkt, in ihm werde ich leben und er in mir. Und das Gleiche sagte Jesus in Johannes Kapitel 15 über den Weinstock und die Reben. Die sieben Ich bin beginnt mit dem Brot und endet mit Wein. Sehr schön. Es geht um den Weinstock und die Reben. Da sagt er das Gleiche. Ich bin der Weinstock und ihr seid meine Reben. Und er sagt, und wer in mir bleibt, und dieser Ausdruck wird oft erwähnt, ich lese nur einmal, an verschiedenen Stellen gibt es diesen Ausdruck, wer in mir bleibt und ich in ihm, wird mehr Früchte tragen. Das ist die intrinsische Essenz des christlichen Lebens. Wer in mir bleibt und ich in ihm. Wer in mir bleibt und ich in ihm, sie werden mehr Früchte tragen. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird mehr Früchte tragen. Dieser Satz muss auch unter dem Licht verstanden werden, der Vereinigung der Einheit zwischen der heiligsten Dreifaltigkeit in uns. Das ist letztendlich das ewige Leben. Das ewige Leben hat also schon längst in uns begonnen. Und es wird letztendlich weitergehen. Es ist ewiges Leben. Es wird nicht enden. Deswegen, es gibt kein Ende für unser Leben. Es gibt kein Ende für unser Leben. So sind wir gerade den ersten Vers durchgegangen. Der zweite Vers in diesen drei Worten im Prolog. Gott, unser Retter, will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Das ist die Sehnsucht, der Wunsch Gottes, dass alle Menschen gerettet werden. Was ist also jetzt unsere Sehnsucht? Unsere Sehnsucht soll nicht basieren auf irgendeine Fantasie, sondern unsere Sehnsucht sollte basieren auf Gottes Plan. Wenn wir den Glauben lehren, dann werden wir oft geleitet von verschiedenen Missverständnissen. Also diese Leute, sie sind nutzlos, sie werden nicht in den Himmel gelangen, so wie sie leben, schrecklich. Werden sie in den Himmel gehen? Wer bin ich, dass ich darüber urteilen kann? Seht also die Situation, viele kritisieren den Papst. Warum zieht er diese Sünder in Betracht? Sagen viele, warum? Der Papst sagt, wer bin ich, dass ich urteilen kann? Sie verurteilen kann. Es ist Gott, der sein Leben hingegeben hat für die Rettung, für das Heil. Was ist Gottes Plan? Die Rettung der heiligen Leute oder die Rettung der Sünder? Also die Essenz unseres Glaubens, dass Gott, unser Retter, will, dass alle Menschen gerettet werden.
und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist eine Person. Das war eine herausragende Erfahrung des heiligen Augustinus. Heiligen Augustinus. Als der heilige Augustinus, als er noch nicht getauft war, er war über 33 Jahre alt, er ist herumgewandert, hat ein ganz anderes Leben geführt und seine Mutter Monika hat die ganze Zeit gebetet. Aufgrund des frommen und gebetsvollen Lebens hatte sie einen guten Kontakt zum Bischof Ambrosius von Milan. Eines Tages, und Bischof Ambrosius war ein sehr guter Redner. Er war sehr berühmt für seine Predigten und der heilige Augustinus war fasziniert, ihnen zuzuhören, so wie er redet. Also Mami, ich werde jetzt mitgehen und mir das anhören. Monika sagte, Dank sei Gott. Und Monika hat ihm dann vorgestellt, das ist mein Sohn Augustinus. Er ist noch nicht getauft. Er ist mehr als 33 Jahre alt. Der heilige Ambrosius fragte ihn, mein Sohn, was machst du? Er sagte, ich suche die Wahrheit. Er ist schon ein Genie, er weiß schon viele Dinge. Er war hochqualifizierte Person. Der heilige Ambrosius sagte, mein Sohn, die Wahrheit sucht dich. Du bist nicht der, der die Wahrheit sucht. Die Wahrheit sucht dich, weil die Wahrheit eine Person ist. Und er hat sich dann sehr verwirrt gefühlt. Was? Die Wahrheit ist eine Person? Ihr wisst, auf welche Stelle sich Bischof Ambrosius sich bezieht. Denn Jesus hat es eindringlich klar gemacht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Wahrheit. Eine vollständige Veränderung seiner Einstellung ist dann geschehen. Das passiert, wenn du die Wahrheit kennst, die Wahrheit der Wahrheit, dann wirst du komplett erleuchtet werden. Hier sagt der heilige Paulus, spricht der heilige Paulus drüber. Gott, unser Retter, will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Nun, der gesamte Gehalt dieses Glaubens ist genau über diese Wahrheit. Und wenn du dies trinkst und wenn du dies isst, dann wirst du wie berauscht sein, wie der heilige Ambrosius sagt. Er sagt über den Heiligen Geist, der Heilige Geist ist eine nüchterne Trunkenheit, Berauschtheit. Also, wir sollten niemals einen Vorbehalt haben, ob jener Mensch gerettet wird oder nicht. Wir haben kein Recht, so zu denken. Gott allein ist der Retter. Gott allein weiß es. Gott hat viele Wege, Menschen zu retten. Deswegen sagte Jesus, der Wind weht, wie er will. Wir kennen sehr viele Zeugnisse, viele von Zeugnissen von Nichtchristen, zum Beispiel von Muslimen oder Hindus. Viele von ihnen sagen oder gaben als Zeugnis an, dass sie niemals von Jesus, von irgendjemandem gehört haben, von uns, noch vom Radio, noch vom Fernsehen, aber in der Nacht kam Jesus zu ihnen. Und Jesus hat sie getroffen, Jesus hat sie mit ihnen gesprochen und Jesus hat sich ihnen offenbart und hat weiter mit ihnen gesprochen und dann haben sie die Wahrheit erkannt. Und dann gingen sie zu den Pastoren und haben sich weiter informiert. Christus, die Wahrheit, hat seinen eigenen Weg, sich selbst zu offenbaren. Das steckt in der Bedeutung des Wortes, was Jesus sagt, der Wind
weht, wie es will. Johannes Kapitel 3. Und der heilige Johannes Paul II. In seiner Enzyklika Redemptoris Missio sagt, es steht in Redemptoris Missio, dass es geht um die Mission des Erretters. Dort hat er das sehr klar gemacht und diesen Aspekt weiter erläutert, wie der Heilsplan stattfindet. Er erklärt und bezieht sich dabei auf dieses Wort, Johannes Kapitel 1, Vers 9. Johannes Kapitel 1, Vers 9, dort steht, jeder wird erleuchtet. Das wahre Licht, das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Klar. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Ist es gekommen oder nicht? Ja. Und sagt, selbst die gesamte Menschheit wurde erschaffen durch dieses ewige Licht und das ewige Wort erschaffen. Das bezieht sich auf Johannes Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und jemand fragte mich, Thomas Paul, wie kannst du sagen, dass Wort eine Person ist? Das Wort Gottes ist eine Person. Das bezieht sich auf die Stelle im Prolog. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Im nächsten Satz steht, im Anfang war es bei Gott. Das Wort ist nun er. Und alles ist durch das Wort geworden. Das ist der Punkt. Und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. Das heißt, die gesamte Menschheit, sei es, ob es Hindu, Muslim, Sikh, Punjabi ist oder ein Atheist, all diese wurden erschaffen durch das ewige Wort Jesus Christus. Also aus dem Standpunkt der Schöpfung haben sie alle schon eine intime Beziehung zu dem Wort. Zu dem Wort. Das ist, was wir verstehen müssen. Und das, wenn wir alles lernen im Gehalt des Glaubens. Gott, der Retter, will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Das ist der gesamte Inhalt des Glaubens. Also nun der dritte Punkt. Es ist uns, den Menschen, kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen, als der Name Jesus. In diesen drei Sätzen, was ist der Hauptpunkt? Was ist der zentrale Punkt? Ist Jesus selbst. Später wird im Katechismus auf 462 steht, Katechismus heißt, Christus zu erkennen. Christus ist das Herz des Katechismus. Und dann lesen wir noch einen Satz. Gott ist in sich unendlich vollkommen und glücklich. In einem aus reiner Güte gefassten Ratschluss hat er den Menschen aus freiem Willen erschaffen, damit dieser an seinem glückseligen Leben teilhabe. Das war der schöne Überzeugung, die ich als am Anfang bekommen habe. Und ich war wirklich davon erfasst, von dieser Lehre, um mich ein Teilhaber Gottes eigenen glücklichen Leben zu machen. Gott hat dich erschaffen, damit du ein Teilhaber bist an Gottes glückseligen Leben. Deswegen ist er den Menschen jederzeit und überall nahe. Er ruft ihn und hilft ihm, ihn zu suchen, ihn zu erkennen und mit all seinen Kräften zu lieben. Das leben wir auch schon seit der Kindheit im Katechismus. Warum hat Gott uns erschaffen? Gott hat uns geschaffen, dass wir ihn suchen, ihn zu erkennen und ihn zu lieben. Aber der Hauptgrund, warum er uns bittet, ihn zu suchen, ihn zu erkennen und ihn zu lieben, weil er uns geschafft hat, damit wir ein Teilhaber sind an seinem glückseligen Leben. Meine lieben Freunde, ich danke euch sehr für eure Teilnahme. Diese Videos werden verfügbar sein auf der Website, auf YouTube.
Ihr könnt sie auch weiter verteilen mit anderen und wir werden daran weiteren arbeiten. Gott segne euch. Ich werde jetzt hier enden. Wir gehen jetzt in den nächsten Kurs. Gott segne euch alle. Ich bin sehr glücklich. Ich freue mich nach diesem Vortrag. Danke sehr.